Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Jo, herzlich willkommen wieder. Windrad 2011. Heute mal an einer Südwind zwischen Lübbecke-Blasheim und Alswede. 46, 29. Eine, die sich selten mal dreht, so wie jetzt gerade. Sie dreht sich. Habe ich aus meinem Elternhaus schon häufig gesehen, wenn ich geradeaus Richtung Norden geguckt habe. Da habe ich die Anlage am Horizont sehen können, von meinem Elternhaus damals noch. Kann man auch heute noch. Und da muss ich oft feststellen, dass diese Anlage sehr viel rumsteht und sich kaum bewegt. Hin und wieder bewegte sie sich doch, meistens dann, wenn ordentlich Windböen kamen. Dann hat sie ordentlich Energie geliefert. Aber wenn der Wind zu schwach war, stand sie andauernd still. Selbst wenn andere Windräder, darunter Nordex N43, Enercon E101 und der ganze Windpark Brockhausen sich gedreht haben, alle, hat sich diese Anlage hier nicht gedreht. Warum? Weiß ich nicht. Obwohl manchmal genügend Wind ist, dreht das Teil überhaupt nicht. Keine Ahnung, was das ist, aber naja, ist ja nun nicht meine Anlage, oder? Ich würde mal sagen, ist eine S46 mit blauer Schrift. Die gibt es ja mit roter Beschriftung sowie auch mit blauer anscheinend. Und die ist mit blauer Beschriftung. Kann man gleich noch besser sehen, wenn ich von da zeige. Ihr seht, da ist das Tor. Dahinter steht mein Fahrrad. Ich bin ja gerade einfach so drüber geklettert. Das ging gerade so. Ich frag mich, wieso man das absperrt, aber okay. Besser so. Dann kann da keiner mit Graffiti oder ähnlichem an die Anlage rankommen, weil er abgesperrt ist. Ja, macht der Betreiber schon sehr gut, um seine Anlage hier zu schützen. Und ja. Ja, das Schild da, das kann man auch noch kaum mehr lesen. Muss man mal neu machen. Wir treten der WKA verboten, der Betreiber. Ja. Ich betrete die Anlage ja auch gar nicht. Ich gehe ja bloß rum. Ich gucke mir sie ja bloß an. Das wird ja wohl noch erlaubt sein. Hallo? Ja. Na, Anlage geprüft von TÜV Nord. Na. TÜV Nord ist ja auch nicht weit weg. Sind ja da hinten. In dem anderen Windpark, da im Lübecker Industriegebiet. Da sind die ja. Und ja, ich würde mal sagen, gehe dann mal hinter das Tor da wieder. Und na, dann wollen wir mal sehen. Vor der Anlage habe ich schon mal einen Kran gesehen irgendwann. Damals war ich in der Schule in Preußisch-Oldendorf gewesen. Von da konnte man die Anlage nämlich auch sehen. Es ist mir aufgefallen, weil hier ein Kran stand vor Jahren mal, der ja wahrscheinlich Getriebe oder was getauscht hat. Ja, ne? Schätze ich mal. Und als ich in der Schule war, konnte ich aus dem Klassenzimmer, da aus dem Fenster die Anlage sogar sehen, wenn ich in der richtigen Ecke gesessen hatte. Und das hatte ich ab und an mal. Da konnte ich sogar, wenn ich mal mit einer Aufgabe fertig war oder so und darauf wartete, dass der Lehrer oder Lehrerin mal die nächste Aufgabe gemacht hat,
uns gegeben hat, habe ich kürzlich mal aus dem Fenster gestarrt und habe diese Anlage hier gesehen. Und ja, da habe ich dann den Kran dran gesehen. Dann habe ich in meinem Elternhaus noch besser aufgepasst. Ich denke, da steht ein Kran vor. Mal sehen, ob man die sogar aus meinem Elternhaus sehen kann. Ja, konnte man sehen. Und damit wusste ich, welche Anlage das war. Und zwar die Richtung Norden, ganz geradeaus gesehen. Ja, die ist das hier. Und weiter im Hintergrund, das kann man jetzt wegen der lauter Bäume und Häuser da hinten nicht sehen, da könnte man eine Südwind S70, könnte man da sehen, oder eine S77, ich meine aber mehr eine S70, steht da hinten in Lübeck im Industriegebiet, da steht ja eine Südwind, eine Nordex, also sogar zwei Südwind S70, eine Nordex N29, eine Frisia, da bei Gauselmann, eine Enercon E40 644. Und ja, ne, stehen da halt und ja, würde mal sagen, dann zeige ich euch jetzt die Anlage noch genauer, wenn ich hier hinter dem Tor bin. Ja, da bin ich wieder, jetzt muss ich gerade mal eine optimale Stellung finden. Entschuldige bitte. Das dürfte eine S46 sein, Südwind S46, mit blauer Schrift oben, einem blauen Schriftzug dran. New York Tobi sagte mal, Südwind hätte früher seinen Hauptsitz wohl in Lichtenau oder was gehabt. Ja. Das war in Paderborn in der Ecke und ja, auch hier haben sie eine aufstellen lassen. Ja, ich habe gehofft, dass diese Anlage sich dreht, wenn ich komme, weil das sehe sonst langweilig aus. Sie dreht sich tatsächlich jetzt. Ja, ich würde mal sagen eine S46, oder? Oder eine S31 oder S30? Nee, ich würde sagen eine S46. Ja, wenn die Sonne nicht so blenden würde. Die Sonne kommt gerade nämlich genau aus der falschen Ecke. Ja, die Anlage kann man sehen, von der Kirmes aus Blasheim kann man die direkt erkennen, wenn man weiß, welche das ist, kann man sie direkt sehen, na, ist so eine einzelne hier. Oh. Das hört man von den Flügeln da oben. Ich habe das gerade mal demonstriert. Ist ja normal. Ja, damit verabschiede ich mich mal langsam von dieser süßen S46 hier. Und ich werde euch ein Bild machen, wo ich hier genau war. Jetzt blendet die Sonne nicht, jetzt ist eine Wolke davor. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, man sieht es, der Schriftzug ist blau. Und ja. Sonne jeden Moment wiederkommt. Oh, und meine Arme und meine Hand kann auch schon nicht mehr, weil ich hier eine Kamera halte und ja. Wow.
war das? Ihr seht, die Sonne kommt wieder. Ja. Ich sag dann mal ciao. Blick über Windpark Niederheide. Komisch, die eine da, die dreht sich fast, aber die Flügel sind aus dem Wind gedreht, so ziemlich. Sehr komisch. Und die dritte und die zweite wollen nicht. Die erste dreht. Und auch die letzte dreht. Boah, ganz schön windig. Besser V90, 105 Meter Nabenhöhe. Hintergrund noch gerade so zu sehen, die Nordex N43 in Preußisch-Oldendorf, zwei Stück. Aber eine sieht man gerade mal. Windpark Brockhausen! Ja, hier hat sich was getan. Ihr wollt wissen, was? Na, dann erzähle ich es euch. Da könnt ihr es wohl schon sehen. Als wäre nichts gewesen. Die E115 drehen sich wieder alle drei. Und an der da stand mal der Kran, hat den Generator getauscht. Und jetzt sehe da, sie dreht sich. Ha, welch ein Wunder, sie dreht sich wieder. Ja, die E115 ist wieder in Betrieb. Und damit alle drei E115er, auch die Nordex, diese zwei N117, sind in Betrieb, sowie auch alle vier Vestas V90. Die ist schon leicht ölverschmiert da oben. Ihr könnt das dort sehen, oder? Der schwarze Strich da oben am Maschinenhaus. Da ist Öl ausgelaufen, scheint mir. Ja, ihr seht da. Die N43. Preußisch-Oldendorf. Die rasen auch förmlich vor sich hin, die zwei. Ist ja auch mächtiger Wind da oben. Nochmal Windpark Niederheide aus der Perspektive. Aber ihr seht, da tut sich fast gar nichts. Da drehen sich nur zwei von fünf. Und die da hinten, die eine, versucht anzulaufen, läuft aber irgendwie nicht an. Dreht sich nur ganz langsam, während zwei andere komplett stillstehen. Und ja, warum? Keine Ahnung, fahre ich jetzt auch nicht mehr hin. Ist eben schon spät geworden. Na, ist eben schon spät geworden. War ja vorhin noch an der Südwind. S46, an die wäre ich eigentlich nicht gefahren. Hätte sie stillgestanden, wäre ich wirklich an der vorbei, weil wenn sie steht, dann sieht die irgendwie langweilig aus. Und von daher, eigentlich war ich noch auf dem Weg nach Brockhausen, hierhin, wegen dieser E115. Läuft aber wieder, ihr seht, reibungslos. Genau wie die anderen beiden. Von daher, jetzt habt ihr das gesehen. Der Windpark Brockhausen,
Von neun Anlagen sind in Betrieb, sprich alle. Es steht keine einzige mehr still. Die E115 ist repariert. Der Generator läuft wieder. Sie dreht. Drehen so ziemlich alle heute. Mittelstarker Wind ist jetzt auch gerade, so mittelstark. Sturm ist es noch nicht, aber schwacher Wind ist auch nicht. Er ist etwa so mittelstark und mittelstark, ihr seht da, die Gräser kommen hier hoch. Hier wird überhaupt nicht gemäht, das ist schon blöd auf jeden Fall. Hier könnten überall Zecken lauern, wenn ich hier lang laufe. Ja, das war die V90 mit 105 Meter Nabenhöhe, viermal. Die Enercon E115 mit 149 Meter Nabenhöhe, dreimal. Und die Nordex N117, zweimal mit 120 Meter Nabenhöhe. Die E115 läuft wieder und von daher gibt es jetzt hier erstmal wieder nichts Spannendes zu sehen. Wie vor einigen Monaten, ihr erinnert euch, im Februar war das, da lag der Kran von Terex und der lag da und wurde ein, zwei Tage später schon hochgezogen, der Kran, und damit konnte der Generatortausch beginnen. Ja. Jetzt haben wir Mai, schon fast wieder Juni. Ende Mai haben wir jetzt, eine Woche haben wir noch und dann ist schon wieder Juni. Und die E115 voll in Betrieb wieder. Wie die anderen zwei auch. Jo, dann war es das jetzt. Für heute ist es gewesen. Na dann, Leute, hoffentlich hat euch das gefallen, auch von der Südwind S46. Ist doch eine S46 gewesen, oder? Meine ja. Von daher, dann war's das jetzt. Danke zum Anschauen schon mal im Voraus. Teilt das Video mit Familie, Freunde etc. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt: Willkommen wieder bei Winter 2011. Von daher, jetzt wisst ihr's, hier, die dreht wieder und ja, damit ist hier wieder nichts Spannendes zu sehen. Ich habe auch noch nichts von einem Atri Powering gehört, von wegen Vestas hier. Die stehen hier seit 2005, die können höchstens noch 5-6 Jahre hier stehen. Dann sind die Anlagen tot. Also, ja, was heißt tot? Wie soll ich das erklären? Dann sind sie am Ende ihrer Laufzeit von über 20 Jahren. Und ja, bin mal gespannt, ob die dann hier repowered werden. Betreiber kommt aus Dänemark, WKN AG. Ja. Was dieses WKN bedeutet, keine Ahnung, aber steht oben dran. Normalerweise steht an der V90 ja ein blauer Streifen mit mal dem Schriftzug Vestas mittig auf dem Maschinenhaus, und der blaue Streifen, der geht einmal komplett ums Maschinenhaus herum. Aber das ist hier nicht der Fall. Hier steht nur der Betreiber drauf. WKN AG. Ja.
WKNAG, ja. Das ist der Betreiber der vier Vestas V90 vom früheren Windpark Bad Essen, der inzwischen zum Windpark Brockhausen mutiert ist, weil diese Anlagen haben 5 neue Kollegen bekommen. 3 von Enercon, 2 von Nordex. Ja. Deutsche Windtechnik Service, maximaler Service. Ja. Ja, von daher. Ja. Na. V22981. Das steht da. Geh jetzt mal wieder hier runter. Ja. So, wie gesagt, schon innerhalb des Videos vor 1, 2, 3, vor vielleicht 5, 6 Minuten schon, ne? Das war's jetzt. Ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Daumen nach oben nicht vergessen, vergesst das Abonnieren nicht, Abo-Glocke aktivieren, sonst verpasst ihr was und das wäre ja nicht so schön, oder? Ja. Dann sage ich mal Tschüssi, ciao mit V. Letzter Blick über den Windpark, dann schalte ich ab.